Sind Sie verletzt, Professor? Ich habe nur ein paar Schrammen, junger Mann. Kommen Sie, wir fahren Sie nach Hause. Lüper! In dieser Verkleidung hätte ich Sie niemals erkannt. Sie sind ein außergewöhnlicher Mann. Vielen Dank, Professor. Sie sind natürlich auch bemerkenswert, Cognard. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie lieber mit zu mir kommen. Was? Ihr habt Montcalm entkommen lassen? Dein Plan ist fehlgeschlagen, Mayhem. Montcalm ist entkommen. In den nächsten 24 Stunden musst du den Professor in deine Gewalt bringen. Und dieses Mal dulde ich kein Versagen. Als Sie mir schrieben, dass Karst Sie seit einiger Zeit bedroht, wusste ich gleich, dass Sie Hilfe brauchen würden. Das scheint eine ganz gemeine Bande zu sein. Als ich mich weigerte, Ihnen meine neueste Erfindung zu verkaufen, fingen Sie an, mich zu bedrohen. Ihre Erfindung? Der BXX5-Stahl. Ein neues Metall für Panzerplatten, das selbst den stärksten Waffen widerstehen kann. Mit seiner Waffenfabrik könnte Karst damit ein Vermögen machen. Das ist nicht das Schlimmste. Wenn nur einer das Metall hätte, könnte das verheerende Folgen haben. Darum werde ich morgen zur Friedenskonferenz nach Cannes fahren, um die Formel für das Metall allen Nationen dieser Welt bekannt zu geben. Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie mich unter dieser Nummer erreichen. Delegierte aus aller Welt finden sich hier in Cannes zur internationalen Friedenskonferenz ein. Gerade sah man Lord Pickwick vorfahren und auch seine Exzellenz Prinz Barandaya, Colonel Kaplan, der Delegierte aus Caladan und Baron von Bertha sind heute anwesend. Hier draußen wirst du bestimmt keine guten Aufnahmen machen können, Kelly. In Ordnung, Max. Dann werden wir uns im Hotel ein paar interessante Motive suchen. Internationale Gespräche über militärische Entspannung sind gescheitert und man befürchtet, dass diese Konferenz die letzte Chance bietet, einen dauerhaften Weltfrieden zu sichern. Und in diesem Moment erscheint der Industrielle Howard Randolph Karst. Das klägliche Versagen seiner beiden Gangster wird unseren lieben Freund Karst wohl kaum erfreut haben. Zwar bin ich Pazifist, aber ich bin nicht naiv. Um friedlich zu leben, muss man bereit sein, Krieg zu führen. Noch brauche ich keine Hilfe. Ich kann meine Sachen immer noch sehr gut allein tragen. Schließlich bin ich erst 80 Jahre alt. Der Professor ist jetzt angekommen. Du weißt, was wir zu tun haben. Gerade erfuhren wir, dass die Konferenz morgen früh mit einer Rede von Professor Montcornet eröffnet wird, die von entscheidender Bedeutung für die Zukunft des Weltfriedens sein könnte. Der Professor wird diese Nacht bestimmt ruhig schlafen können. Das Hotel wird gut bewacht. An Wachen kommt man vorbei, Gronja. Wenn Karst mit dem Spiel ist, heißt das, dass der Professor erst nach seiner Rede aufatmen kann. Ja, hallo? Mit wem spreche ich bitte? Oh, einen Moment. Professor Montcornet. Professor, hier spricht Lupin. Was sagen Sie da? Ein weiterer Drohbrief? Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin gleich bei Ihnen. Gut, ich werde hier auf Sie warten. Unser Robin Hood hat aber schnell angebissen. Das muss Lupin sein. Seine Verkleidungen waren auch schon besser. Du wirst langsam alt, Lupin. Hallo? Geben Sie mir bitte Inspekteur Ganimard und sagen Sie ihm, es handle sich um Arsène Lupin. Stehen geblieben! Sie werden hier in keines der Zimmer einbrechen. Es tut mir leid, aber ich wohne hier. Warum sollte ich denn sonst einen Schlüssel haben? Sie glauben doch nicht, dass ich auf diesen billigen Trick reinfalle. Ich will auf mein Zimmer, oder muss ich erst die Polizei rufen? Das wird nicht nötig sein, denn wir sind von der Polizei. Los, hey, was soll das? Lassen Sie mich sofort los, oder? Das ist Widerstand gegen die Staatsgewalt, Lupin. Jetzt machen Sie es sich doch nicht so schwer. Das können Sie nicht machen. Wissen Sie denn nicht, wer ich bin? Ich bin der offizielle Abgesandte von Canterpur. Loslassen! Och, Sie sind aus Canterpur. Und ich bin der Kaiser von China. Vergessen Sie nur nicht, der Presse zu sagen, dass Sie von Inspekteur Ganimard und Sergeant Folefond verhaftet wurden. Professor Montcornet, ich bin es, Lupin. Seine Taschenuhr ist um 8 Uhr stehen geblieben. Merkwürdig, er hat doch erst um 10 nach 8 angerufen. Mm-hmm.
Mit freundlichen Grüßen, Ihr Arsène Lupin. Ich verstehe langsam. Gut, ich werde mich auf Ihr Spiel einlassen. Fahr langsamer. Comtesse Mayhem will den alten Mann lebend haben. Ich werde dafür sorgen, dass Sie auf der Stelle entlassen werden, Inspekteur Malabar. Bitte verzeihen Sie mir, Sie wissen gar nicht, wie peinlich mir das ist. Es war ein bedauerliches Missverständnis. Das reicht, Inspekteur Sansibar. In dieser Angelegenheit ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Professor Moncornet, Polizei! Öffnen Sie die Tür! Das sieht mir nach Lupins Handschrift aus. Oh? Er muss durch das offene Fenster geflohen sein. Sergeant, klettern Sie dort hinauf. Sie schneiden ihm den Weg draußen ab und ich übernehme den Flur. Hier ist die Polizei. Öffnen! Schon wieder Sie? Was wollen Sie denn noch, Inspekteur Sansibar? Ist bei Ihnen jemand durchs Fenster gestiegen? Machen Sie sich etwa schon wieder über mich lustig? Ich werde Sie anzeigen. Ich werde gegen Sie eine Beschwerde beim Präsidenten der Konferenz einreichen. Das wird ein Nachspiel haben, Inspekteur Trafalgar. Inspekteur! Schauen Sie mal hinter den Paravent! Wen haben wir denn hier? Wie oft muss ich Ihnen noch sagen, dass ich der offizielle Abgesandte von Kantapur bin? Dann ist mir Lepin also gerade wieder einmal entkommen. In der Stadt sein. Wenn Lupin hier ist, muss er etwas ganz Wichtiges vorhaben. Ich hoffe nur, dass wir ihn erkennen. Verzeihung, habe ich da eben richtig gehört? Sie suchen nach Arsène Lupin? Haben Sie ihn gesehen? Ich kann Sie zu ihm bringen. Er braucht nämlich Informationen über einen bestimmten Professor. Steigt endlich ein. Wir sollten hier keine Wurzeln schlagen. Lupin! Haben Sie einen als Inder verkleideten Mann gesehen? Nein, tut mir leid. Es hat Sie also jemand ins Hotel gerufen, der möchte, dass man denkt, dass Sie dahinter stecken. Das stimmt auffallend, Kelly Kincaid. Seiner Taschenuhr zufolge muss sie um 8 entführt worden sein. Ist euch gegen 8 etwas aufgefallen? Da wurde doch jemand von einem Krankenwagen abgeholt. Ein Krankenwagen? Das könnte sein. Sie benutzten den Krankenwagen. Vielleicht haben Sie ihn betäubt und sind dann mit ihm weggefahren. Haben Sie zufällig Fotos gemacht? Sie fotografieren doch sonst alles. Schon möglich, Lupin. Dann will ich aber auch die Exklusivrechte an dieser Story haben. Das wird bestimmt die Schlagzeile des Jahres. Und mein Name steht darunter. Sie wollen also ernsthaft behaupten, dass Arsène Lupin einen Wissenschaftler entführt und dass ihm egal ist, dass er damit einen Weltkrieg riskiert? Lord Pickwick, Sie wissen nicht, wozu Lupin imstande ist. Er hat überhaupt keine Skrupel. Was Sie nicht sagen. Ich hörte nur, dass er Sie beide zum Narren hält. Aber den Zwischenfall mit Kantapur klären wir später. Finden Sie einfach den Professor und bringen Sie ihn bis morgen früh zurück. Der Professor hat ein ganz neues Metall erfunden. Das ist das Einzige, was ich bis jetzt herausgefunden habe, Kelly. Dem Mann, da sind ja die Hände gebunden. Was sind das für Gangster? Da steht was auf der Tür des Krankenwagens. Aus Meeresrauschen. Das ist ein Altenpflegeheim, das einen sehr zweifelhaften Ruf genießt. Die Anlage ist unten am Strand. Die Patienten sollen dort schlechter als Gefangene behandelt werden, sagt man. Die Klinik ähnelt eher einer Festung und die Zufahrtsstraße führt zu einer Zugbrücke, die jeden Abend hochgezogen wird. Mr. Cast, wenn Sie es wünschen, könnte ich Professor Moncornet und Lupin heute noch auf einen Schlag loswerden. Hast du denn völlig den Verstand verloren, Mayhem? Ein toter Professor nutzt mir jetzt überhaupt noch nichts. Sorg erst dafür, dass er dir die Formel für das neue Metall verrät und lass niemanden in seine Nähe. Ich will nicht, dass er sein Geheimnis mit irgendjemandem teilt. Machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Cast. In diese Festung kann niemand einbrechen. Nicht einmal Lupin. Noch was. Niemand außer mir darf diese Formel bekommen. Ist das klar? Das wird kein Problem sein, Mr. Cast. Vielleicht halten Sie sie schon morgen in Ihren Händen. Bringt den Patienten in den Operationssaal.
Beeilung! Ihre Laune wird nur noch schlechter, wenn sie noch lange auf uns wartet. Was ist denn los? Ich dachte, was gehört zu haben. Zeit zum Essen! Sie können Lupin bestellen, dass seine Gefangenen im Hungerstreik sind. Ihr wollt euch doch nicht etwa Brathähnchen und Erdbeertorte entgehen lassen. Wir werden nichts anrühren. Wir haben sowieso keinen Hunger. Sehen Sie doch ein, dass Lupin Sie nicht mitnehmen konnte. Es ist zu gefährlich. Warum können wir denn nicht gehen? Erklären Sie mir, warum ich noch hierbleiben muss. Weil Sie Reporterin sind. Sie würden doch sofort Ihre Zeitung anrufen und sich die Titelseite reservieren lassen. Sie werden noch etwas länger hierbleiben müssen. Und jetzt guten Appetit. Antworten Sie mir, Professor, und überlegen Sie gut. Gibt es außer Ihnen noch jemanden, der die Geheimformel Ihrer Erfindung kennt? Bei einer so charmanten Frau wie Ihnen ist Neugier keine schöne Tugend. Das reicht. Wir haben genug Zeit verschwendet. Carlo, geh und hol das Wahrheitsserum. Sie sind ein sehr störrischer Mann, Professor, aber das wird Ihnen auch nichts mehr nützen. Das ist eine gute Idee. Nichts geht über ein kleines Nickerchen nach dem Essen. Dann schlafen Sie schön, Gronja. Max! Miss Kincaid, Max! Ich frage jetzt zum letzten Mal, wer weiß noch von der Formel? Morgen früh wird die ganze Welt davon wissen. Ich glaube, da irren Sie sich, Professor. Gib ihm die Spritze, Carlo. Tun Sie mir das nicht an! Ich werde Ihnen kein Wort verraten! Oh. Gut. Und jetzt, mein lieber Professor, werden Sie mir verraten, wer noch alles von Ihrer Erfindung weiß. Ich habe niemandem von der Formel erzählt. Sie ist nur in meinem Kopf. In meinem Kopf. Ich bin der Einzige. Es weiß also sonst niemand Bescheid. Ausgezeichnet. Halte den Professor weiterhin versteckt. Wir werden die Formel schon noch aus ihm herausbekommen. In Ordnung. Behalte ihn gut im Auge, Carlo. Ich will nicht, dass ihm etwas passiert. Brillante Vorstellung, Lupin. Oh, wie geht's Ihnen, Professor? Sie haben mich also erkannt? Nein, das hatte ich nicht. Aber als das Serum keine Wirkung zeigte, wusste ich, dass es kein Wahrheitsserum sein konnte. Offenbar hatte es jemand ausgetauscht. Gut kombiniert. Außerdem kann nur Arsène Lupin so wagemutig sein, hier einzubrechen, um einen alten Mann zu retten. Das war ein Kinderspiel, Monsieur le Professeur. Ich werde Sie jetzt befreien. Nein, gehen Sie an meiner Stelle zu der Konferenz und verkünden Sie der Welt die Formel des neuen Staats. Wenn Sie mich erst befreien, verlieren wir zu viel Zeit. Die Formel ist gut versteckt, aber Ihnen vertraue ich. Ah, da sind Sie wieder. Da bist du ja, mein kleines Täubchen. Er fantasiert. Mein liebes kleines Täubchen. Halt den Mund, du alter Trottel. Mein kleines Däumchen, mein süßes Däumchen, lass uns davon fliegen. Mit deinen Flügeln, deinen Krallen, deinen kostbaren Krallen. Die Krallen einer Taube. Er will mir was sagen, aber was? Wow, und hier ist deine richtige Rallye-Fahrerin verloren gegangen. Ich kann eben nicht nur Artikel schreiben, ich habe viele Talente. Will, dass wir die Augen offen halten. Wir sollen niemanden auch nur in die Nähe des Sanatoriums lassen. Hat sie Angst, dass ihre Schwiegermutter zu Besuch kommt? Kelly, da ist ein Tor. Hey, ihr da! Was wollt ihr hier? Das geht Sie gar nichts an. Wir beide sind Reporter und Sie haben kein Recht. Halten Sie die Luft an. Was sollen wir denn jetzt mit Ihnen machen? Die Frage ist eher, was ich mit Ihnen machen werde. Oh! Lupin!
Wir müssen verschwinden. Geht ihr schon zum Boot. Am Tor scheint es Ärger zu geben. Komm mit, schnell! Ihr habt also Lupin und die Reporterin vertrieben, als sie sich der Klinik näherten. Ihr seid euch sicher, dass sie nicht hereingekommen sind? Ja, ganz sicher. Dann wird Lupin wahrscheinlich auf der Konferenz seinen nächsten Schritt tun. Ich werde sofort zum Hotel fahren. Übrigens, ein blaues Auge heißt nicht, dass man sich freinimmt. Wir werden uns nicht freinehmen. Moncornets Verschwinden wird die internationale Spannung nur verstärken. Und an der Börse werden Ihre Aktien steigen, Mr. Cast. Inspekteur Ganimard, wenn Professor Moncornet hier nicht bald auftaucht, wird das eine große Krise heraufbeschwören. Ein Telegramm für Inspekteur Ganimard. Hören Sie sich das an. Man behauptet hier, dass sich der Professor in einer Klinik befindet. Kommen Sie mit, Sergeant, das werden wir überprüfen und fordern Sie Verstärkung an. Ich werde die Delegierten um Geduld bitten. Guten Morgen, meine Damen und Herren. An dieser Stelle war es eigentlich vorgesehen, dass Professor Moncornet eine Rede zur Wettrüstung hält. Leider wurde er aufgehalten. Meine Damen und Herren, beruhigen Sie sich, der Professor wurde doch nur aufgehalten. Dann eben zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Das bedeutet Krieg! Entschuldigen Sie, dass ich zu spät komme. Moncornet? Warum ist er nicht in der Klinik, Mayhem? Was ist passiert? Geh lieber, bevor er dich erkennt. Meine Damen und Herren, hiermit übergebe ich das Wort Professor Moncornet, bitte. Zu Beginn dieser Friedenskonferenz möchte ich allen Delegierten ein Geschenk überreichen. Es handelt sich um die Formel meines BXX5-Stahls. Mit ihm lassen sich Panzerplatten herstellen, die allen derzeit bekannten Waffen standhalten. Dies wiederum sichert einen dauerhaften Weltfrieden. Also, die Formel lautet... Was soll das? Sagen Sie es schon! Natürlich! Diese neue Formel werde ich Ihnen... Betrüger! Die Krallen einer Taube. Der Friedenstaube. Dies ist die Formel für den BXX5-Stahl. Das neue Metall, das den Weltfrieden sichert. Damit ist die Gefahr gebannt, dass sie von machthungrigen Waffenherstellern gestohlen wird. Hör zu, das muss auf die erste Seite. Professor Moncornet enthüllte seine Formel für den Weltfrieden. 1% Kohlenstoff und 9% Wolfram. 1% Kohlenstoff, 9% Wolfram, 5% Chrom und 10% Kobalt. In der heutigen Ausgabe alles über Professor Moncornet und seinen neuen BXX5-Stahl, das Friedensmetall von Professor Moncornet. Lupin, das war's. Inspekteur Ganimard, Lupin ist noch im Hotel, verkleidet als Moncornet. Diesmal wird er nicht entkommen. Leider habe ich keine Beweise gegen Sie in der Hand. Was? Aber eines Tages wird Lupin Sie zur Strecke bringen, Cast. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden, mein lieber Professor. Nehmt diesen Mann fest. Das ist Arsène Lupin. Sichert alle Ausgänge. Sind Sie soweit, Gronja? Wir sind startbereit. Gut, dann starten wir. Diesmal war es sehr knapp. Nach diesem Abenteuer muss ich mir erst mal ein paar Tage freinehmen. Schließlich haben wir den Weltfrieden gesichert. Zumindest vorläufig.